Okay. Stellt eure Füße locker auf dem Boden auf, weil mit den Füßen startet alles. Ohne gesunde Füße, stabile Füße können wir unser Haus nicht bauen. Lasst deine Handflächen nach vorne zeigen und zieh deinen Scheitelpunkt lang nach oben. Beim Pilates lässt du deine Knie schön weich und ziehst dein Steißbein nach unten runter. Stell dir vor, du hast eine 5-Kilo-Hantel am Steißbein hängen, die dich nach unten ziehen möchte. Atme tief ein. Mit der Ausatmung hebst du die Arme hoch. Mit der Einatmung gehst du tief durch die Nase einatmen. Mit der Ausatmung nach oben durch den Mund. Einatmen tief. Ausatmen hoch. Und nimm mal jetzt deine rechte Hand an deinen rechten Rippenbogen und spüre mal, dass der vielleicht angehoben ist. Jawohl. Richtig mal drunter greifen unter deine Rippenbögen und dann mit der Ausatmung wegschieben. Deswegen einmal umgedreht beim Pilates. Beim Yoga geht es ja einatmen hoch, ausatmen tief und beim Pilates genau andersrum. Atme ein, ohne die Arme zu bewegen. Ausatmen, schiebe die Rippenbögen nach unten und heb die Arme hoch. Mit der Ausatmung nach oben, mit der Einatmung tief. Ausatmen hoch. Einatmen tief. Halte hier die Arme und bring Ausatmung mit den Rippenbögen schließend langsam den Oberkörper nach vorne. Einatmen, halten, mit der Ausatmung am Steißbein ziehen und Wirbel für Wirbel hochrollen. Einatmen, halten. Mit der Ausatmung Rippenbögen schließen und absenken. Einatmen, halten. Ausatmen, langsam hochkommen. Roll die Schultern zurück ein. Ausatmen tief. Und langsam nochmal wieder hochkommen. Jawohl, roll die Schultern nach hinten. Verlagere das Gewicht auf dein rechtes Bein. Zieh mal nur dein linkes Knie nach oben und kreise im Fußgelenk. Ändere die Richtung zur anderen Seite kreisen. Das Herz zieht nach oben und dann versuchst du mal mit der Ausatmung dein Bein zu strecken und zu beugen. Halt dein Knie schön oben. Ausatmen. Einatmen zurück. Such dir einen Punkt. Ausatmen vor. Einatmen zurück. Ausatmen vor. Einatmen zurück. Letztes Mal. Aus. Und wieder ein. Abstellen. Es hat vielleicht ein bisschen gezwirbelt im Oberschenkel. Jawohl. Gehe auf dein linkes Bein. Richtig schön verwurzeln. Handflächen nach vorne zeigen lassen. Und hebe dein rechtes Knie nach oben. Kreise im Fußgelenk. Ändere die Richtung zur anderen Seite kreisen.
und dann streckst du dein Bein. Halt dein Knie oben nach vorne mit der Ausatmung, mit der Einatmung zurück. Ausatmen nach vorne, einatmen zurück. Aus. Rippenbögen schließen, einatmen zurück. Nochmal aus. Ein. Letztes Mal nach vorne aus. Und wieder aufstellen. Und lass dich mal ganz entspannt hin und her schwingen. Die ganze Energie im Körper verteilen. Und langsam lösen. Bring die Hände mal hinter dem Rücken zusammen, streck die Arme lang. Mach aber sicher, dass du nicht ins Hohlkreuz gehst, sondern dein Steißbein zieht nach unten und dein Schambein nach oben zur Nase. Jawohl. Und auch jetzt hier Multitasking wieder. Die Rippenbögen mit der Ausatmung zusammenschieben. Jawohl. Atme ein. Mit der Ausatmung die Arme hoch, Rippenbögen schließen. Einatmen, die Hände tief bringen. Ausatmen nach oben, rechts. Einatmen, Hände zur Brust. Ausatmen nach oben, links. Einatmen zurück, ausatmen, schieb dich rüber. Ein, lass die Wirbelsäule lang, ausatmen. Erst nach oben und dann zur Seite. Letztes Mal ein, entspann die Arme aus und setz dich mal tief. Die Füße sind hüftbreit auseinander, die Knie zeigen nach vorne. Und hebe mal deine Zehenspitzen vorne an. Ich zeige das mal von der Seite. Jawohl. Dein Bauchnabel, der tendiert jetzt dazu, runterzuhängen. Hatten wir letzte Woche schon, dass die ganzen Gedärme rausfallen würden, wenn unsere Rumpfmuskulatur da nicht mithält. Wie so ein Netz ziehst du deine Wirbelsäule leicht nach oben und den Bauchnabel gegen die Wirbelsäule, wie so ein Magneten. Beide Arme gehen nach hinten. Jawohl. Und dann lässt du dich langsam mal absenken. Kopf, Schultern, Arme, alles hängen lassen. Bring deine Knie auf den Boden. Verlängere deine Wirbelsäule. Und drück auch hier deine Schultern wieder nach unten runter. Der Bauchnabel zieht in die neutrale Position. Es geht alles um die neutrale Position im Pilates. Die natürliche S-Krümmung der Wirbelsäule und das Powerhouse. Kipp dein Becken nach vorne, nimm dein Schambein zur Nase, Kinn zur Brust, ausatmen. Halte hier. Einatmen. Mit der Ausatmung schiebst du den Po nach hinten. Lässt die Rippenbögen geschlossen. Nicht ins Hohlkreuz gehen. Einatmen zurück. Richtig in dich hineinrollen. Ausatmen verlängern. Rippenbögen schließen. Einatmen, Bauchnabel nach oben schieben. Und mit der Ausatmung jetzt dein rechtes Bein nach hinten rauskicken. Einatmen, zieh heran dein Knie. Und wieder nach hinten rausschieben. Beide Hüftknochen sind parallel zum Boden. Die Zehenspitze zeigt nach unten. Und wieder ranziehen. Einatmen. Mit der Ausatmung schiebst du nach hinten raus, bleibe hier. Und du willst nur ganz kleine Bewegungen tief und hoch machen, ohne dass dein Bauch
oder dein Rücken sich bewegt. Ausatmen hoch. Einatmen tief. Die Rippenbögen schließen mit der Ausatmung. Beide Schultern drücken nach unten. Und dann lässt du mal dein Bein oben und ohne den ganzen Körper mitzudrehen, wirklich nur wie bei einer Marionette, aus dem Becken heraus, drehst du nur dein Bein und bewegst den großen Zeh im Kreis, ohne den Rest vom Körper mitzubewegen. Halte schön isoliert und fest. Jawohl, änder mal die Richtung der Kreise. Probier gerne auch mal mit deiner Hand an den Rippenbögen zu fassen und zu schauen, ob immer noch alles fest ist. Langsam aufstützen und dann gehst du mit dem Gesäß nach hinten und streckst deine Arme lang nach vorne aus. Lass den Atem fließen. Richtig schön in deine Rippen hinein. Dann kommst du nach oben in den Vierfüßerstand und nimmst dein linkes Bein, schieb die Schultern erstmal runter, dein linkes Bein mit der Ausatmung nach hinten. Bauchnabel zieht leicht hoch, beide Hüftknochen strahlen auf den Boden. Mit der Einatmung heranziehen. Mit der Ausatmung wegkicken. Einatmen, heranziehen. Ausatmen, wegkicken. Hüftknochen parallel. Ein, heranziehen. Ausatmen, weg. Und schau mal hier. Was machen die Rippenbögen? Sind die noch fest? Letztes Mal. Zieh heran und lass dein Bein lang gestreckt und bring mit der Einatmung die Zehenspitze auf den Boden, mit der Ausatmung Rippenbögen zusammenziehen und das Bein anheben. Eintippen, aus, hoch. Nimm dir Zeit. Einatmen tief, ausatmen hoch. Lang das Bein. Sobald du hier irgendwie in Bewegung kommst, ist dein Powerhouse nicht fest. Jawohl. Zweimal noch. Letztes Mal. Und beide Knie wieder aufstellen. Beide Hände stützen auf dem Boden wieder ab. Und du lässt beide Hüftknochen wieder parallel. Öffnest mal nur den rechten Arm nach oben, atme ein. Mit der Ausatmung aufstellen. Den linken Arm einatmen nach oben. Ausatmen tief. Okay, jetzt kommen wir zu Pilates-Atmung. Einatmen. Mit der Ausatmung den rechten Arm anheben, Rippenbögen zueinander schieben. Einatmen, aufstellen. Linker Arm hoch, Rippenbögen schließen, ausatmen. Einatmen, absenken. Ausatmen, hoch. Ein. Und aus. Super. Einatmen hier. Senk dich zurück auf die Fersen. Ausatmen. Beide Arme strecken. Mit der nächsten Einatmung kommst du mal in den Vierfüßerstand und schiebst dich weiter nach vorne mit den Schultern über die Hände und gehst mit den Knien etwas zurück, sodass du zwischen deinen Knien ein
einen kleinen Ball festhalten kannst und ziehst dein Steißbein nach unten und hast eine Linie von den Knien bis zur Schulter mit der ganzen Front. Drück die Schultern runter. Jawohl, die Rippenbögen schließen, atme ein. Mit der Ausatmung streckst du das rechte Bein und das linke Bein. Mit der Einatmung das rechte Bein beugen, linkes Bein beugen. Ausatmen, strecken im Wechsel. Einatmen, senken. Ausatmen, Rippenbögen schließen. Einatmen, absenken. Halte die Spannung. Ausatmen, anheben. Einatmen, absenken. Letztes Mal. Aus. Und ein. Jawohl. Setz dich auf die Fersen mal zurück. Komm nach oben und schüttel mal deine Arme aus. Roll mal mit den Schultern ganz entspannt zurück. Jawohl, super. Und jetzt bist du wieder mit deinen Sitzbeinhöckern und deinen Fersen verbunden. Spür das mal unter deinem Po. Ich übertreibe das immer gerne so ein bisschen, sodass ihr das auch ein bisschen besser verstehen könnt. Und zwar die Sitzbeinhöcker jetzt mal zusammenziehen. Dann seht ihr, was hier in diesem Bereich, ich lasse einfach mal alles hängen. Sieht nicht so sexy aus, hatten wir vorhin gerade, habe ich gerade in einer Gruppe das Thema gehabt, sexy Yoga-Posen, sondern einfach mal mit der Ausatmung Rippenbögen zusammen, Beckenbodenmuskulatur aktivieren. Einatmen, alles locker lassen. Ausatmen, zusammenziehen. Es ist wie, als wenn von unten einer den Reißverschluss hochzieht und die Hose ist ein bisschen eng. Kann man sich gut vorstellen, ne? Richtig mal ausprobieren. Das muss man so ein bisschen selber einfach verstehen und dann kann man das auch besser umsetzen. Und dann hältst du mal diese Spannung, streckst deine Arme nach vorne mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung geht mal der rechte Arm nach hinten, schließt die Rippenbögen. Einatmen nach vorne, linker Arm zurück. Deine Sitzbeinhöcker ziehen immer noch zusammen. Einatmen, ausatmen. Ein und aus. Einatmen. Beide Arme mit der Ausatmung öffnen. Trotzdem die Rippenbögen zusammen. Einatmen, eine große Weltkugel umfassen. Ausatmen, öffnen. Draußen ist gerade eine Maus vorbeigelaufen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Große Weltkugel umfassen, ausatmen. Sind deine Beckenboden-Muskulaturschichten immer noch angespannt? Sitzbeinhöcker zusammen. Ist dein Powerhouse noch aktiv? Letztes Mal. Und locker lassen. Entspanne deine Schultern. Jawohl, wir kommen diesmal auf die Ellenbogen, auf den Unterarmstütz. Wir tendieren dazu, mit den Ellenbogen immer nach außen zu kippen, immer nach außen zu schieben. Probiert das mal aus, beobachtet euch mal selbst. Und jetzt versucht ihr mal, die Ellenbogen runterzudrücken und nach innen zu schieben. Spürt ihr den Unterschied? Was passiert denn damit in eurem Bauch und Rücken? Wenn ihr dazu noch ausatmet und die Rippenbögen schließt, dann entsteht wie so ein kleiner Sog und der Bauchnabel zieht so ein bisschen nach oben. Probiert das mal aus. Zieh die Ellenbogen mit der Ausatmung nach innen
Das ist nur die Haut, die sich hier bewegt. Ihr habt so ein bisschen Spielraum. Ihr könnt eure Hände flach aufstellen und einfach mal die Schultern runterdrücken. Bauchnabel nach oben. Jetzt willst du mal, ob du willst oder nicht, dein rechtes Bein nach oben anheben. Zieh die Zehenspitze heran und kick dein Bein nach hinten. Und dann ziehst du wieder das beim Einatmen das Knie zur Seite, nach vorne ran und schiebst das Bein wieder nach hinten raus. Zur Seite ein, mit der Ausatmung Rippenbögen schließen aus. Bauchnabel zieht nach oben wie so ein Magneten. Rippenbögen zusammendrücken. Einatmen, ausatmen, wegschieben. Letztes Mal. Einatmen, heranziehen. Ausatmen, wegschieben. Winkel dein Bein mal an, flex den Fuß. Immer noch zeigen beide Hüftknochen nach unten und du schiebst mal ganz kleine Mini-Bewegungen nach oben mit deinem Bein. Rippenbögen richtig schön zueinander drücken. Kollabiere nicht in deinen Schultern. Versuch nicht zusammenzufallen. Und jetzt streckst du mal dein Bein, ausatmen, Bauch fest, einatmen, zurück. Ausatmen, strecken. Einatmen, zurück. Das Knie hochziehen, aus und ein. Knie bleibt oben, yes. Ausatmen, einatmen, locker lassen, absenken, Arme entspannen. Jawohl, super. Weil es so schön war, auf die andere Seite. Spüre mal richtig schön nach. Komm wieder nach vorne auf den Unterarmstand. Schau mal, was hier unten dein Powerhouse macht. Hochziehen, die Rippenbögen schließen und dann das Bein mal nach hinten anheben und dann über die Seite ranziehen und wegkicken. Ranziehen und wegkicken nach hinten. Ranziehen über die Seite und wegschieben. Schaut noch mal, was eure Schultern machen. Drücken die immer noch nach unten? Jawohl. Was machen deine Ellenbogen? Wollen die wieder nach außen abhauen oder hältst du sie noch schön fest? Heranziehen und wieder wegschieben. Heranziehen und wegschieben. Letztes Mal. Heranziehen zur Seite und wegschieben. Und dann das Bein mit der Ausatmung strecken, mit der Einatmung anwinkeln. Rippenbögen schließen, aus. Sch. Knie bleibt oben, ein. Sch. Aus. Ellenbogen zueinander schieben. Ausatmen. Einer ranziehen. Aus. Bauchnabel zieht hoch. Letztes Mal. Und stell beide Knie wieder ab. Komm zurück auf deine Fersen. Du kannst die Hände mal neben den Füßen ablegen, die Stirn ablegen. Entspanne mal deine ganze Wirbelsäule. Zieh dein Steißbein nach unten, roll dich Wirbel für Wirbel auf. Check nochmal. Beckenboden, Aktivierung. Schultern gehen zurück, Schambein zieht nach oben. Jawohl, nicht fallen lassen. Richtig schön anspannen, öffnen, Rippenbögen schließen. Jetzt kommst du hier nach oben und lässt
deine Hüftknochen direkt über den Knien in einer Linie. Versuch nicht, den Po nach hinten rauszuschieben. Ich glaube, ihr lacht euch jetzt immer tot, wenn ich das mache. Ausatmen, Steißbein runterziehen, Schambein nach oben, bleib geöffnet. Und hier nochmal auf deine Rippenbögen genau achten. Streck die Arme nach vorne. Einatmen. Mit der Ausatmung lehnst du dich nach hinten. Ein. Ausatmen. Ein. Ausatmen, rück. Einatmen, öffnen. Ausatmen, rück. Schließe die Rippenbögen. Ein. Lass die Rippenbögen geschlossen. Ausatmen, vor. Ein. Ausatmen, vor. Bleibe mal hier. Mach mal ganz kleine Mini-Bewegungen in den Armen. Rippenbögen sind geschlossen. Vier. Drei. Zwei, eins und locker lassen. Leg dich in die Bauchlage bitte mal ab. Bring die Hände unter deine Stirn. Und jetzt kommt wieder mein dreckiger Rostnagel aus dem Boden hochgeschossen. Und zwar in deinen Bauchnabel rein. Und damit das nicht passiert, ziehst du mal den Bauchnabel so ein bisschen vom Boden weg. Ist nur so ein kurzer kleiner Nagel. Also nicht so ein 5-Zentimeter-Ding, sondern nur so ein wirklich 1-Zentimeter-Nagel. Und den Bauchnabel ziehst du mal einfach hoch. Probier mal einfach nur diese kleine Bewegung. Beim Pilates ist nicht immer alles so groß wie beim Yoga, sondern du ziehst mal nur in diese ganz kleine Bewegung und probier mal aus, was passiert. Jawohl, probier das mal richtig schön aus. Und halte dann mal den Bauchnabel oben. Das ist schon eine Übung für sich. Du spürst, wie dein Schambein sich zur Nase zieht und dein Steißbein nach hinten zwischen die Fersen geht. Ich hoffe, ich erzähle keinen Mist. Ich hoffe, ihr spürt das alle. Winkel mal deine Beine an, ohne dass du den Bauch auf dem Nagel aufdrückst und wieder lang strecken. Komm jetzt mal hoch. Lass dich mal richtig reinfallen. Stell dir vor, es gibt keinen Nagel, gibt nichts. Gibt nur Entspannung. Jetzt bitte die Schultern runterdrücken. Weg von den Ohren. Jetzt kommt dazu noch der Nagel. Der geht jetzt auf 2 Zentimeter. Ja, also richtig hochdrücken. Die Rippenbögen schließen sich. Mit der Ausatmung kickst du jetzt zweimal das rechte Bein. Einatmen zurück und das linke Bein. Einatmen. Rippenbögen schließen durch den Mund. Einatmen, aus. Wenn du das noch schaffst, Ferse, Zehenspitze absenken. Ferse, Zehenspitze absenken. Rippenbögen schließen. Ferse, Zehenspitzen absenken. Was machen die Rippenbögen? Sind die noch geschlossen? Ist dein Bauch schon auf dem Nagel oder ziehst du ihn noch hoch? Sind die Schultern noch unten? Letzte Runde. Ferse, Zehenspitze absenken. Ferse, Zehenspitze absenken. Nagel weg, alles weg. Gestrandete Robbe. Fersen nach außen fallen lassen. Entspannen. Yes. Lebt ihr noch? Jetzt kommt nämlich eine andere fiese Übung. Und zwar legt euch auf die Seite
Und zwar auf eure rechte Seite. Vielleicht könnt ihr auch eure Matte so hinlegen, dass ihr mich sehen könnt auf der Seite, wenn ihr das nicht schon habt. Und legt mal euren rechten Arm lang aus nach vorne. Unter deiner Taille, also optimalerweise hat man ja eine schöne Taille, wo es nach innen geht und dann wieder nach außen. Stellt euch das einfach mal vor. Normalerweise fallen wir halt so zusammen und drücken hier alles platt. Zieh mal jetzt deine Wirbelsäule in die gerade Position und halte mal unter deiner Taille ein bisschen Platz, um deine Hand da durchzuschieben. Okay? Jetzt folgendermaßen: Rippenbögen schließen und jetzt hebst du mal beide Beine an, ohne dass du hier die Taille flach drückst auf den Boden. Heb mal an. Mit der Einatmung wieder lösen und mit der Ausatmung die Rippenbögen wieder schließen und die Beine anheben. Einatmen, absenken, stützt sich mit der linken Hand ab. Aus. Einatmen. Aus. Schau bitte, dass deine Taille nicht auf den Boden drückt. Beckenbodenmuskulatur fest. Zweimal noch. Letztes Mal. Bleibe dann oben. Strecke die Zehen und mach mal so einen kleinen Scherenschnitt. Dein Becken bleibt möglichst fest. Stell dir wieder die Scheibe vor dir vor und hinter dir. Du willst den Bauch nicht in die Scheibe reinpressen. Das sieht für die anderen, die von außen gucken, doof aus. Jawohl, zieh beide Beine hoch, auch das untere Bein. Yes! Kleine Mini-Bewegungen. Taille ist oben und locker lassen. Sehr gut. Anstrengend, dieses Pilates, ne? Gut, legt euch in die Bauchlage, bevor wir auf die andere Seite gehen und streckt mal die Arme nach vorne aus. Richtig schön auseinanderschieben. Und dann hebst du mal mit der Ausatmung wieder deinen Bauchnabel leicht an. Hältst ihn aber oben, Rippenbögen sind geschlossen. Dann atmest du ein und mit der nächsten Ausatmung hebst du deinen rechten Arm. Einatmen, kontrolliere, ob dein Bauch in den Nagel drückt. Ausatmen, linken Arm. Kannst es immer noch halten. Einatmen, ausatmen, zieh die Ellenbogen zurück. Bauchnabel ist immer noch hochgezogen. Der will nicht auf den doofen Nagel fallen. Einatmen, halten. Beide Arme nach vorne strecken. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Was macht der Nagel? Was macht der Bauch? Und locker lassen. Entspannen, die Beine mal anwinkeln und locker hin und her schwingen lassen. Entspann mal dein Becken. Super. Jetzt kommt ihr einmal nach oben und legt euch auf die andere Seite ab. Die Beine schön lang an der Mattenkante langlegen, Kopf entspannt ablegen und wieder mal kontrollieren, dass deine Taille nicht auf den Boden runterdrückt. Vor dir hast du eine Glasscheibe, hinter dir eine Glasscheibe. Kipp also dein Becken, so wie wir es im Stand hatten. Steißbein zieht zu den Fersen, Schambein zur Nase. Und dann die Rippenbögen zueinander schieben und mit der Ausatmung die Beine anheben. Immer noch Platz halten zwischen Taille und Boden. Ausatmen hoch, einatmen tief. Mit der oberen Hand einfach ein bisschen abstützen. Ausatmen. Einatmen. Aus hoch. Ein tief. Aus hoch. Ein tief. Jawohl. Aus hoch.
Ein Tief. Zweimal noch hoch. Tief. Letztes Mal aus, hoch. Und Scheren. Mini, mini Scheren. Streck die Zehen. Halte immer noch zwischen Taille und Boden einen Platz. Marionette. Nur die Beine bewegen sich. Dein Oberkörper ist fest. Fünf, vier, drei, zwei, eins und locker lassen. Alles fallen lassen. Und doch hier nochmal in die Bauchlage rollen. Die Füße wieder flach auf den Boden legen. Jawohl. Bauchnabel tschück nach oben hochsaugen zur Wirbelsäule. Und jetzt drückst du dich mal mit den Armen in die Länge. Mit diesem eingezogenen Bauchnabel. Bleib auf den Knien bitte und lass jetzt bitte zuerst dein Herz absenken. Einatmen. Schultern sind immer noch hinten. Drück dich hoch mit der Ausatmung. Du bleibst hier. Steißbein zieht nach unten, Schambein zur Nase. Einatmen tief, Rippenbögen schließen. Ausatmen hoch, Rippenbögen noch mehr schließen. Powerhouse aktivieren. Ein nach unten. Ausatmen. Hochdrücken. Ein tief. Aus hoch. Und nochmal tief. Ausatmen. Komm zurück auf die Fersen. Streck die Arme lang aus. Genieße einfach nur ruhig atmen. Mach dich langsam auf den Weg in eine Rückenlage. Leg dich auf den Boden ab. Jawohl. Hier nochmal bitte. Die Rippenbögen kontrollieren. Mit der Ausatmung richtig nach innen reinschieben. Jawohl. Jetzt streckst du dein rechtes Bein nach oben. Atme ein. Mit der Ausatmung die Rippenbögen schließen, Zehenspitze runterziehen und das Bein absenken. Pinsel die Wand an, einatmen, das Bein anheben. Rippenbögen schließen, Fußflex ausatmen, tief. Einatmen, anheben. Flex ausatmen, tief. Ein, streck die Zehen, pinsel die Wand an, flex, ausatmen tief. Einatmen hoch, flex, ausatmen tief. Point, ein nach oben, flex, aus tief. Letztes Mal, bleibe oben ein. Und jetzt tunkst du mal mit dem großen Zeh in den Farbtupfer. Und willst nur, ohne dass dein Becken und der Rest sich mitbewegt, willst du nur deinen großen Zeh kreisen lassen und aus dem Bein heraus. Dein Becken ist fest, deine Rippenbögen geschlossen, du bist jederzeit angreifbar. Atmen. Vier, drei, zwei, eins und winkel das rechte Bein an. Jawohl. Jetzt willst du, ohne dass der Rest sich mitbewegt, einfach nur dein rechtes Bein mal isoliert sehen. Und zwar geht das rechte Bein nach außen mit der Ausatmung, Rippenbögen schließen, mit der Einatmung zurück. Ausatmen, das Knie nach außen fallen lassen. Einatmen zurück. Die linke Hüfte drückt auf den Boden.
Jawohl. Ausatmen nach außen. Einatmen zurück. Viermal noch nach außen. Einatmen zurück. Wenn ihr merkt, oh, die linke Hüfte hebt sich mit ab, dann lasst euer rechtes Knie nicht zu weit nach außen gehen. Ausatmen. Nur so weit, wie ihr das aktiviert halten könnt. Letztes Mal. Und beide Füße abstellen. Spürt mal, klopft mal ein bisschen. Das linke Bein geht in den 90-Grad-Winkel und streckt mal nach oben. Zwischen Taille, also Lendenwirbelsäule und Boden, hältst du wieder ein bisschen Platz. Rippenbögen zusammenschieben. Jawohl, mit der Ausatmung das Bein absenken, streck die Zehenspitzen, Pinsel nach oben, ein, Leg Kick, ausatmen, Rippenbögen schließen, absenken, pointen, einatmen, nach oben ziehen, Flex aus, kannst auch die ganze Zeit deine Hände auf den Rippen lassen, ein hoch, aus tief. Ein, Flex aus, Point ein, Flex aus, zweimal noch, Point ein, Rippenbögen schließen, Flex aus, letztes Mal ein, halte hier, großer Zeh in den Farbtupfer und alles bleibt fest, alles. Jawohl, nur dein großer Zeh und dein Bein bewegt sich. Die Rippenbögen sind geschlossen, Beckenboden fest. 5, 4, 3, 2, 1 und winkel dein linkes Bein 90 Grad an und mit der Ausatmung den rechten Hüftknochen abdrücken nach unten, linkes Knie geht nach außen. Mit der Einatmung das Knie zurück. Versuche deinen Winkel wirklich für dich ohne Ego so zu wählen, dass dein ganzer Körper isoliert von deinem linken Bein bleibt. Ausatmen nach außen, nur so weit wie es geht. Einatmen zurück. Dein rechter Beckenknochen drückt die ganze Zeit in die Gegenrichtung. Ausatmen zur Seite, einatmen hoch. Es kann auch sein, dass es nur 5 cm sind, die du dein Bein nach außen bringst. Wichtig ist, dass du fest bleibst. Zweimal noch. Letztes Mal. Und beide Füße abstellen. Und die Beine mal ausschütteln, alles mal richtig schön wackeln und wabbeln lassen. Yes. Die Fersen jetzt unter deinen Knien abstützen, die Arme neben dem Körper lassen und drücke deine Lendenwirbelsäule runter und schließ mal die Rippenbögen. Dann hebt sich automatisch dein Becken leicht an und du spürst, wie die Sitzbeinhöcker zusammenziehen. Wie deine Beckenbodenmuskulatur sich aktiviert. Beckenbodenmuskulatur kann man sehr gut spüren, wenn man auch ganz dringend auf Toilette muss und man steht gerade, okay, was denke ich mir jetzt aus, beim Konzert für ABBA, okay, ist lustig. Und man kann nicht aus der Schlange raus, man muss einfach halten. Das macht die Beckenbodenmuskulatur, ja. Inkontinenz wollen wir alle nicht und können wir alle, gerade beim Konzertkarten kaufen, nicht gebrauchen. Wieder locker lassen. Jawohl. Rippenbögen schließen, Beckenboden fest und heb jetzt mal durch die Fersen drückend deine Hüftknochen an. Drück die Fersen richtig runter in den Boden und die Hüftknochen hoch. Schau auch hier, was deine Rippenbögen machen. Kommen da wieder zwei Berge raus?
Oder kannst du die richtig schön mit der Ausatmung schließen? Einatmen, absenken. Lass dein Becken oben mit der Ausatmung wieder hochschieben. Einatmen, absenken. Becken bleibt fest. Der Po berührt nicht den Boden. Ausatmen, wieder hochkommen. Einatmen tief, drück deine Schultern runter. Ausatmen hoch und nur ganz kleine Mini-Bewegungen. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und locker lassen. Zieh mal deine Knie zur Brust heran und mal so kurz, so wie so ein Kegel, hin und her wippeln lassen. Und dann schiebst du dich immer mit den Ellenbogen von einer Seite zur anderen Seite wieder zurück. Yes. Po habt ihr auch ein bisschen gespürt, meine ich. Also ich zumindest. Gut. Wir gehen jetzt nochmal richtig an die ganze Rumpfmuskulatur heran. Streck deine Arme, atme ein. Mit der Ausatmung Rippenbögen schließen, Kinn auf die Brust, heb dich nach oben, ausatmen. Bis dahin, wo du stockst. Hier müsstest du jetzt Schwung holen, um weiterzukommen. Bis zu diesem Punkt gehst du hoch und dann atmest du ein und lässt dich wieder absenken. Ausatmen, Rippenbögen schließen, nach oben kommen. Einatmen, absenken. Super. Ausatmen, Rippenbögen schließen, anheben. Einatmen, zurück. Zweimal noch. Ausatmen, hoch bis zum allerhöchsten Punkt. Einatmen, zurück. Letztes Mal. Ausatmen. Bleibe oben. Zähl mal, wie viele Streifen das Zebra hat. Atmen. Ja, genießen. Und jetzt nimmst du mal den rechten Arm ausatmen, bisschen zurück. Einatmen, immer noch oben bleiben, Arm schließen, linken Arm zur Seite. Immer noch die Streifen zählen, ja? Schwarze und weiße. Rechts öffnen. Wieder nach vorne. Und links. Muss die selber erstmal zählen. Ich mache Sachen. Und jetzt pumpst du nach oben. Acht, sieben, sch, 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 und locker lassen. Jawohl. Und trommeln. Vergiss nicht die Zahl von den Zebrastreifen, ne? Super. Streck mal die Arme ganz lang nach hinten aus, die Beine lang nach hinten ausstrecken. Die letzte Übung folgt. Bring deine Hände hinter den Kopf und zwar die Daumen wieder in die Schläfe reinbringen, sodass die Ellenbogen gar nicht die Chance haben, nach vorn zu kommen. Die Beine bringst du in den 90-Grad-Winkel. Zieh die Zehenspitzen an. Heb dich nach oben hoch, wieder bis zu dem Punkt, bevor du Schwung holen musst. Und dann mit der Ausatmung streckst du mal dein rechtes Bein und ziehst deine rechte Achselhöhle zum linken Knie. Einatmen, zurück. Ausatmen, wechseln. Einatmen, hochziehen. Ausatmen, wechseln. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Letztes Mal. Ein, aus. Ein, aus. Bleib in der Mitte. Leg dich ab mit den Füßen, mit den Schultern. Mit den Armen.
Lass mal deine Knie ganz entspannt nach rechts und links so ein bisschen hin und her bewegen, aber auf Pilates, in Pilates-Version. Und zwar geben nicht die Knie hier das Kommando an, sondern dein Powerhouse. Wenn deine Knie an der Seite sind, wieder durch den Bauchnabel, wie so eine Pistolenkugel durchschieben, bis in den Boden hinein und dann spürst du, wie du richtig aus der Körpermitte deine Knie nach oben bringen kannst. Die ersten paar Zentimeter kommen da schon automatisch alleine hoch. Probier das mal. Einatmen zur Seite, Rippenbögen schließen, ausatmen nach oben. Ein zur Seite, aus nach oben. Ein und aus. Ein und aus. Beim Pilates kann man wunderbar, genauso wie bei jeder anderen Sportart, schummeln. Es geht aber nicht darum, weder beim Yoga noch beim Pilates noch bei was immer wir machen, dass ihr euch beschummelt, sondern darum, dass ihr für euch was Gutes tut und bleibt in der Mitte. Das ist immer Regel Nummer eins. Lass bitte deine Knie jeweils nach außen fallen, mal kurz entspannen. Dein Atem fließt. Spüre mal richtig schön nach. Und strecke nacheinander beide Beine nach vorne aus. In die Endentspannung und leg gern nochmal beide Hände auf deine Rippenbögen. Und spüre nochmal, wenn du durch den Mund ausatmest, wie du richtig schön deine Rippenbögen schließt. Jetzt schließt du mal deinen Mund und atmest mal nur durch deine Nase. Und die ganzen Anspannungen vom Powerhouse willst du jetzt mal wieder richtig öffnen. Und zwar atmest du bis in den Bauch richtig hinein, machst den Ball prall und den Ball Luft rauslassen, ausatmen. Durch die Nase ein- und ausatmen. Lass dich in den Boden hineinsinken. Und entspanne jeden Millimeter an deinem Körper. Auch dein Gesicht entspannen. Gerade wenn wir uns manchmal anstrengen, verkrampft sich der Kiefer. Dann bewegst du langsam wieder deine Hände und Füße, deine Finger und Zehen. Und ziehst die Knie zur Brust heran und lässt dich mal rolling like a ball ein paar Mal an der Wirbelsäule hoch und runter bewegen.
Jawohl. Komm in die Sitzposition. Jawohl. Bring deine Hände auf deine Knie, lass die Schultern locker und bring deine Hände vor dem Herzen zusammen. Danke dir, deinem Powerhouse, deiner Beckenmuskulatur und deinem Willen, hier auf die Pilates-Matte zu kommen und etwas für deinen ganzen Core zu tun, für deine ganze Rumpfmuskulatur und Beckenbodenmuskulatur. Streck noch einmal deine Arme lang nach oben, atme ein. Und mit der Ausatmung drehst du dich nach rechts. Einatmen, streck die Arme nach oben. Ausatmen nach links. Ein nach oben. Ausatmen tief. Halte die Hände vor dem Herzen, atme ein und wieder ausatmen. Nimm dein Kinn auf die Brust. Vielen Dank. Dankeschön fürs Mitmachen.